Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie flirten. Und der Charme, die Anziehungskraft, die von Ihnen ausgeht, es gibt nur ein Wort, mit dem sich das treffend beschreiben lässt. Unwiderstehlich. Stellen Sie sich vor, Sie halten einen Vortrag auf einer Bühne, eine Präsentation. Und die Souveränität und Anziehungskraft, die Überzeugungskraft, die von Ihnen ausgeht, nun, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, einfach, kann ich es mal hören? Wundervoll. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Dialog mit einem Menschen, zum Beispiel mit einem Mitarbeiter oder mit einem Kunden, und die Art und Weise, in der Sie das Gespräch führen, und Sie ahnen es schon, einfach. Vielen Dank, ja. Paul Watzlawick hat uns den Satz hinterlassen, keiner oder man kann nicht nicht kommunizieren. Und kein geringerer als Andreas Bornhäuser fügt hinzu, und Kommunikation ist immer intentional. Wir verfolgen immer eine Absicht, eine bewusste oder eine unbewusste. Und die spannende Frage ist, warum gelingt es manchen Menschen in deutlich mehr Situationen, bei deutlich mehr Menschen, die beabsichtigte Resonanz auszulösen als anderen? Und noch spannender ist möglicherweise für Sie die Beantwortung der Frage, wie könnte Ihnen das in Zukunft gelingen? Und der Beantwortung dieser Frage widme ich die gemeinsame Zeit, die ich mit Ihnen verbringen darf. Ich komme aus der Frage vor ungefähr 30, 32 Jahren, um genau zu sein, was ist eigentlich Charisma? Und damals habe ich Werbetexte geschrieben. Ich fand meine Werbetexte genial, aber meine Kunden nicht. Also dachte ich, an den Texten kann es nicht liegen. An den Kunden auch nicht. Also muss es an der Art und Weise liegen, in der ich diese Texte verkaufe. Dann habe ich ein Seminar besucht, Präsentationstechniken. Dort habe ich einen gewissen Max Meyer-Malitz kennengelernt. Und wir alle fanden diesen Trainer charismatisch. Das erste Mal, dass ich mit dieser Begrifflichkeit konfrontiert wurde. Und dann bin ich nach Hause gefahren nach dem Seminar und habe im Brockhaus nachgeschaut, was ist Charisma? Wenn Sie heute in Wikipedia nachschauen, finden Sie noch genau die gleiche Formulierung. Es ist die gottgesandte Gnadengabe. Da habe ich gedacht, na wunderbar, also gehe ich jetzt in die Kirche. Ich bin durchaus ein religiöser Mensch und hoffe, dass mir das göttliche Pneuma eingehaucht wird. Aber wirklich befriedigend war die Vorstellung nicht. Ich habe weitergeforscht und habe Max Weber gefunden. Und Max Weber definiert Charisma, das ist der erste Begründer der Erfurter Schule, der erste, der sich mit Charisma überhaupt wissenschaftlich beschäftigt hat. Max Weber sagt, Charisma ist die außeralltägliche Erscheinungsform eines Menschen, die ihn auf außergewöhnliche Art und Weise befähigt, Nachfolgende zu produzieren. Manchmal wieder besseren Wissens der Nachfolgenden. Wenn Sie sich diese Formulierung anhören, beschreibt das auch nur das Ergebnis von Charisma, nicht was es wirklich ausmacht. Und dann haben wir versucht, getreu dem alten Karlauer, ich brauche ein Buch zu diesem Thema, leider gibt es keins, also schreibe ich eins. Wir haben angefangen, uns mit der Thematik zu beschäftigen und sind auf eine wunderbare Gesundheit und ein langes Leben, wunderbare Erkenntnis gestoßen, die, wenn ich sie Ihnen jetzt mitteile, ein bisschen lapidar klingt, aber die für uns wie so ein Sesam öffne dich war, nämlich die, ich werde Ihnen später noch eine alltagstaugliche Definition von Charisma anbieten, nämlich die, Charisma ist nur in der zwischenmenschlichen Begegnung möglich. Also ohne, dass es Personen gibt, die einer anderen Person sagen, du hast Charisma, existiert es nicht. Also haben wir nur noch untersucht, was macht eigentlich die Qualität zwischenmenschlicher Begegnungen aus? Und jetzt habe ich eine gute oder schlechte Nachricht, ganz wie Sie wollen. Die Qualität zwischenmenschlicher Begegnungen, meine Damen und Herren, wird nicht durch das, was Sie sind oder Sie ausmacht, bestimmt, sondern durch die Wirkung, die Sie bei anderen Menschen erzielen und die andere an Ihnen wahrnehmen. Und dazu haben wir eine Diagnostik entwickelt in den letzten 25 Jahren, die ich Ihnen gleich in der gebotenen Kürze vorstelle. Jetzt hätten Sie, wenn Sie wollen, Gelegenheit, mal eine kurze, schnelle Bestandsaufnahme zu machen. Wo sind eigentlich Ihre persönlichen Wirkungs- und Wahrnehmungskompetenzen und wo sind Ihre Entwicklungsfelder? Möchten Sie das?
Dann nutzen Sie das Blatt Papier, was Sie bekommen haben, und seien Sie so gut, füllen es schnell und spontan aus, bitte. Versuchen Sie bitte zu entscheiden, 4, 3, 2, 1, jede Ziffer nur einmal, bitte, wenn es geht. Ich verstehe das gut, dass man möglicherweise am liebsten einen fünften formulieren möchte, aber es macht an der Stelle keinen Sinn. Das ist auch nur der Trendtest. Okay, Sie sollten jetzt Ihre Entscheidung gefällt haben, meine Damen und Herren. S-Quadrant, C-Quadrant, I-Quadrant, L-Quadrant, welches ist der, den Sie präferieren? Da kommt die 4 hin, dann die 3, die 2 und die 1. Schauen wir uns die 4 Quadranten kurz an. Es sind 4 Frequenzbereiche mit jeweils 4 Frequenz- oder Instrumentengruppen, wenn Sie so wollen, mit jeweils 4 Instrumenten. Das erste ist das, was wir innere Präsenz nennen. Das ist Intuition, übrigens im Kompetenzfeld Sensus. Innere Präsenz ist, dass die Menschen können Sie daran erkennen, dass sie in einem Meeting, wenn die eine Idee haben, aufstehen und diese Idee zum Besten geben und alle gucken den an und sagen, hä, wir sind gerade beim völlig anderen Thema. Dann haben wir die inneren Überzeugungen, wir sprechen von Glaubenssätzen. Welche Werthaltungen, welche Sinnhaftigkeit, welche Glaubenssätze tragen Sie mit sich herum und welche davon sind nützlich? Also zum Beispiel, ich kann mir keine Namen merken oder ich bin musikalisch. Dann haben wir die Fähigkeit, kann man hoffentlich gut lesen, Prozessfokussierung. Es ist die Fähigkeit, ganz hier zu sein, im Dasein, so beim Flirten. Wenn ich dir von mir Angebeteten das Gefühl gebe, in diesem Augenblick gibt es auf der ganzen Welt nur dich für mich. Schließlich haben wir die Qualität der Emotionalität. Das sind Menschen, meine Damen und Herren, die eine Präsentation immer mit einer positiven Stimulanz beginnen würden und niemals mit irgendeiner Problembeschreibung. Schauen Sie mal, wie viele Präsentationen erstmal die Probleme beschreiben. Als zweiten Frequenzbereich mit jeweils 4 Frequenzen wiederum, halt, das sind 5, haben wir Korpus, das ist die gesamte nonverbale Kommunikation. Da haben wir als erstes das Thema Outfit, Dresscode. Wer von Ihnen war schon mal im Supermarkt? Kann ich das mal sehen, handzeichentechnisch? Wenn Sie die Waren auf die Kasse legen, auf das Band, was macht dann die Kassiererin damit und was macht die Kasse dann? Piep! Was der Barcode in der Supermarktkasse, meine Damen und Herren, ist der Dresscode in der persönlichen Begegnung. Wir haben eine Viertelsekunde Zeit für die sogenannte erste Impression, den ersten Eindruck. Wir haben als zweite Kompetenz in diesem Frequenzbereich die Gestik. Menschen, die hier stark ausgeprägt sind, die reden nicht so. Also wenn wir dieses Projekt stemmen wollen, brauchen wir unheimlich viel Energie. Ich finde, da spricht der Körper etwas vollkommen anderes als das gesprochene Wort. Wenn ich das richtig intonieren wollte, würde ich sagen, wenn wir dieses Projekt stemmen wollen, brauchen wir richtig viel Energie. Jetzt spürt man, er spricht von Energie. Wir haben als nächstes die Mimik. Bin ich in der Lage, die 19 großen Gesichtsmuskeln in meinem Gesicht so zu bewegen, dass der andere, wenn ich ihm zeigen möchte, dass ich ihn lieb habe, das auch erkennt? Oder ist es eher so, dass ich sage, ich habe dich total lieb, du? Da ist irgendwas nicht ganz kongruent. Und wir haben schließlich als vierte Frequenz oder vierte Kompetenz die räumliche Präsenz. Es gibt Menschen, die betreten einen Raum, die haben noch gar nicht viel gemacht und jeder erkennt sie sofort. Dann gibt es andere, die binden sich ein Klavier mit Stacheldraht auf den Bauch, die lecken ab und zu dran und wenn die wieder rausgehen, können sich alle an das Klavier erinnern. Schließlich, Dankeschön. Schließlich haben wir im Bereich Intellektus die 4 Frequenzen, Kompetenzen und Qualitäten Analytik. Diese Menschen erkennen Sie daran, dass die immer nach dem Warum, nach dem Woher, nach dem Wozu, welchen Hintergrund hat das, fragen.
Wir haben als eine weitere Kompetenz und Frequenz die Zielorientierung. Das sind Leute, die als erstes, wenn sie eine Präsentation halten, und das macht auch Sinn, erklären, was am Ende der Präsentation herauskommt. Wir haben als dritte Frequenz hier die Strukturiertheit. Solche Menschen können Sie in Präsentationen daran erkennen, dass das zweite Chart ein Agenda-Chart ist. Und wenn die dann zum zweiten Agenda-Punkt kommen, dann kommt das Agenda-Chart wieder und der entsprechende zweite Punkt ist farbig anders markiert. Schon mal solche Präsentationen gesehen? Und wir haben schließlich die Frequenz und Kompetenz der Sachlichkeit. Das sind Menschen, die egal, wie sie in ihrer Wirkung wohlgemerkt, egal wie sie angegangen werden, die finden immer einen Weg, die sachliche Dimension herauszunehmen. Also wenn die Partnerin zum Partner sagt, du hast ganz schön zugelegt die letzten 4 Jahre, dann geht er nicht irgendwie auf und sagt, ist ja kein Wunder, ich muss dauernd in Hotels, muss essen, du kochst so gut. Nein, der sagt einfach, stimmt, gut beobachtet, Schatz. Ja? Und wir haben in der lingualen Dimension, das ist der vierte Frequenzbereich, wir haben bei Lingua die Stimme, da haben wir heute schon eine Menge zu gehört. Ich hoffe, Sie wissen noch, wie Sie Ihre Indifferenzlage herstellen können. Genau. Und noch besser ist Miam, 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 Miam. Ich rate Ihnen, wenn Sie das trainieren wollen, kaufen Sie sich so CDs wie Kinski liest Villon zum Beispiel, wenn Sie hier Entwicklungsnotwendigkeit haben. Hören Sie sich den an, wie er... Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungen wund nach deinem weißen Leib. Du Weib. Ja, das kann man nachsprechen, das kann man üben. Ein Meister der Betonung, wenn er intoniert, da schlief ich manchen Sommer lang bei dir und schlief doch nie zu viel. Du denkst schon und schlief, ja klar, er schlief, dann sagt er doch, dann denkst du, wieso doch, dann sagt er nie und du denkst, wieso, ah, jetzt habe ich verstanden, doch nie und dann kommt noch zu viel. Ja? Dann haben wir die übrigens auch hörenswert starke Stimmen aus der Brigitte-Edition. Da haben wir alle großen deutschen Schauspieler, die man sich anhören kann und was ich gerne mache, wenn ich im Auto sitze, ich spreche die nach, ich lasse die ein Stück laufen und spreche die nach. Diese Vögel, Artikulation, also diese liebevoll gemeint, die Schauspielerinnen und Schauspieler, Artikulation, wenn Sie das trainieren wollen, weil Sie merken, da haben Sie ich nenne das gerne ungehobene Leistungsreserven, Entwicklungsfelder. Der kleine Hai, ein Muss, interessanterweise übrigens in einem Musikverlag, im Schott-Verlag erschienen. Da haben sie dann so Texte wie, welch schlecht berechtigtes Vermächtnis, erwächst dem schwächlichen Gedächtnis. Ja, so einen Text müssen Sie mal mit nach Köln nehmen und den in Rheinländer lesen lassen. Das klingt dann ungefähr so, welch schlecht berechtigtes Vermächtnis. Er wächst im schwächlichen Gedächtnis. Ja, wenn der Kölner am Sonntag in die Kirche geht, weiß man nie, ist die Kirche mit dem Türmchen oben drauf oder mit dem Stängelchen dran. Ja? Oder lassen Sie den Text ein Hamburger lesen. Welch schlecht berechtigtes Vermächtnis. Er wächst im schwächlichen Gedächtnis. Da hörst du gar nicht, dass ein Tee drin vorkommt. Ein. Das kann man trainieren, Vermächtnis. Und hier geht es um welch schlecht, um das Auseinanderziehen von Sch und Sch. Dann haben wir es mit der Beredsamkeit zu tun. Wir haben vorhin gehört von der Christine, glaube ich. Wie viel haben die Frauen, Christine? 30.000? 28.000? 23.000. Auf jeden Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, deutlich mehr als wir. Passiver Wortschatz 40.000. Ich glaube, unabhängig ob Mann oder Frau, dass Männer nicht mehr als 6.000 in ihrem aktiven Wortschatz haben. Hier lohnt es sich, Synonymwörterbücher zu wälzen. Hier lohnt es sich, ein und die gleiche Aussage in unterschiedliche Tonalitäten, in unterschiedliche Formulierungen zu geben. Hier lohnt es sich, Zitate zu sammeln, um diese Kompetenz zu entwickeln. Und last but not least haben wir noch die Bildhaftigkeit im Bereich der lingualen Kompetenz. Wenn Sie jetzt mal auf Ihren Test schauen
Und sie hätten bei S, also falls sie sich keinen eigenen fünften geschrieben haben, wenn sie beim S-Quadranten die 4 haben, dann ist aktuell Sensus ihre stärkste Kompetenz. Wenn sie die 4 beim zweiten Quadranten haben, bei C, ist Corpus die stärkste Kompetenz. Ich sage Ihnen von hier oben, das ist in diesem Saal nicht der Fall, denn das Schöne ist, man kann sofort erkennen, mit wem man es auf der anderen Seite zu tun hat. So ein S-Typ zum Beispiel kleidet sich lieber leger. Der zieht gerne warme Farben an. So ein S-Typ hat gerne in seinem Büro, wobei es nie reinrassige Typen gibt, der hat in seinem Büro gerne so ein Schutzengelchen, Bilder von den Liebsten. Ne? Das ist für so einen I-Kandidaten, wenn Sie die 4 beim I-Quadranten haben, wäre Intellektus Ihre stärkste, Ihr stärkstes Kompetenzfeld. So ein I-Kandidat, meine Damen und Herren, der hat maximal eine Arbeitsunterlage auf dem Schreibtisch. Und die Kante dieser Arbeitsunterlage ist unter Garantie auch exakt parallel zur Schreibtischkante. Die von dem übrigens bevorzugten Farben sind weiß, grau, während der das Warme mag. Diese Korpuskandidaten, es fehlt übrigens noch der 4. und letzte, L, wenn Sie die 4 bei L, kann ich übrigens mal sehen, wer hat bei C die 4, kann ich das mal handzeichentechnisch sehen? Habe ich doch gesagt. Ist hier ganz wenig aus. Das sind so Kandidaten, die müssen, wenn die auf die Bühne gehen, Schal um den Hals tragen. Die müssen Manschettenknöpfe, Einstecktücher, ohne das geht. Das ist keine Wertung. Das ist einfach nur ein sicheres Indiz dafür, dass ich erkenne, mit wem habe ich es auf der anderen Seite zu tun. Das kann man übrigens bei der Begrüßung. Würden Sie mich, gnädige Frau, kurz begrüßen? Ich mache Ihnen jetzt mal 3 unterschiedliche Begrüßungen vor und Sie sagen mir, ist es der Intellektus, ist es der Corpus, der Sensus oder der Lingua-Typ. Okay, auf geht's. Mein Name ist Andreas Braunhäuser. Guten Tag. Wo war das? Wer hat I gesagt? Sensationell. Warum? Bloß nicht viel Kontakt. Moment. Hat sie eigentlich schon einen kleinen Applaus gekriegt, weil sie das mitgemacht hat? Okay, super. Warte, wir machen das nochmal. I, ganz kurz, nicht viel Körperkontakt und gleich wieder weg. Das ist so typisch für Intellektus. Jetzt, zweite Variante. Hallo, guten Tag, mein Name ist Andreas Bornhäuser. Ja, wer ist das hier? Der schüttelt sie durch wie so ein Pflaumenbaum. Welcher ist das? Das ist Corpus, das ist der, der eben nonverbal ganz viel erreicht. So, und jetzt mache ich noch einen. Jetzt haben Sie ja noch 2 Wahlmöglichkeiten, Sensus oder Lingua. Auf, los geht's los. Was für eine Freude, welch Glanz in dieser Hütte. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, was ist das für einer? Das ist der Schwallerkopf. Vielen herzlichen Dank, nochmal Applaus. Danke. Das mit dem Schwallerkopf habe ich nicht böse gemeint, auch nicht wertend gemeint. Nur es ist eben so, dass dieser Mensch dadurch, dass er permanent was zu sagen hat, dass er sich permanent mitteilt, daran kann ich ihn einfach erkennen. Die nutzen übrigens diese 4 auch unterschiedliche Vokabeln. Der sagt, da fühle ich mich wohl, das mag ich. Der sagt, das bewegt mich. Der sagt, das ist logisch. Der sagt, das spricht mich an. Die sprechen tatsächlich anders. Und die gute Nachricht ist, wer von Ihnen DIS kennt oder MBTI oder andere Diagnostiktools, die sagen, so sind sie. Die gute Nachricht bei Skill ist, dass sie einfach nur im Moment dieses Repertoire haben und dass sie erfreulicherweise alle diese 16 Frequenzen trainieren können, um ihr Repertoire zu erweitern, um am Ende sozusagen eine runde Persönlichkeit in Bezug auf Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz zu sein. Und dann, meine Damen und Herren, dann müssen Sie sich nicht mehr vorstellen, nur, dass wenn Sie flirten, der Charme und die Anziehungskraft, die von Ihnen ausgeht, einfach unwiderstehlich ist, dann müssen Sie sich nicht mehr nur vorstellen, dass wenn Sie auf der Bühne sind und eine Rede halten, die Souveränität und Überzeugungskraft, die von Ihnen ausgeht, einfach unwiderstehlich ist. Nein, dann wird es Ihre persönliche Realität. Dass Ihnen diese Übung gelingen möge, wünscht Ihnen von ganzem Herzen Ihr Ihnen sehr ergebener Andreas Braunhäuser.